Hallo und willkommen zu Factorio. Mit dabei ist wieder der Berti, der uns hier wieder... Boah, bist du laut. Entschuldigung. Der uns hier wieder einiges erzählen wird. Ja, Factorio. Ja, wir waren ja beim letzten Mal... Was haben wir beim letzten Mal? Achso, ja. Wie kann ich dann nochmal die Sachen aus der Kiste mit einem Mal holen? Wenn die Kiste gelb ist, dann mit STRG. Ah ja, so. Und zwar, was ich dir schon mal offline sagte. Weiß ich nicht mehr. Ja, ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt an, eine sogenannte Aorta zu bauen. Ja, ja, ich bin gerade am Einsammeln. Geht das wieder los? Und zwar, bau dir mal bitte Fließbänder. Weil hier ist ein Labor. Ja, ich weiß, das habe ich gebaut. Nein, das habe ich gebaut, das Labor. So, müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir ziehen unsere Aorta. Ich habe aber schon sechs Fließbänder, reicht das nicht? Wir brauchen deutlich mehr. Wir ziehen unsere Aorta jetzt nämlich nach rechts rüber. Hier bei der Eisenproduktion. Bau mal Fließbänder, wir brauchen gleich tonnenweise. Ich werde hier auch mal. Ach, der anfangen. Baut noch die Montagemaschinen bei mir. Okay, ja. Vom letzten Mal. Okay, Wie kann ich nochmal ins Inventar? Hilfe? Mit E. Da. Okay. Ja, wir müssen auf jeden Fall ich habe jetzt noch 54 rote Fläschchen. Das ist gut. Den kannst du ins Labor stopfen. Weil wir brauchen unbedingt Logistik. Hilfe, wie mache ich denn das nochmal? Du klickst es an. So, und dann da oben rein. Okay, und jetzt E und dann ganz viele Förderbänder, ne? Sagtest du? Ja, wir brauchen jetzt tonnenweise. Und zwar fangen wir nämlich jetzt an, unsere gesamte Fertigung zu optimieren und zu automatisieren. Am Anfang ist Factorio echt ein bisschen träge. Aber das wird jetzt... Punkt. Das wird jetzt alles. Wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal Förderbänder bauen. Ja, ich habe nämlich 32. Das reicht nicht. Bau mehr. Kann ich nicht. Dann klau dir wieder Eisen. Mach ich doch schon. Ich hol mal ein bisschen Stein, dass ich ein paar Öfen bauen kann. Und zwei Automaten elektrische Erzfördermittel. Wir brauchen jetzt Eisenplatten ohne Ende. Du hast die Kiste weggenommen. Ja, weiß ich. Ist ja doof. Weil wir jetzt erstmal zusehen müssen, dass wir... Wie mache ich das nochmal? Mit F. Genau. Wo war denn jetzt eigentlich unsere Stromproduktion? Ach, da unten ist da. So, und zwar, ich baue hier mal nämlich noch ein paar, weil wir brauchen unbedingt mehr Eisenerz, deutlich mehr Eisen. Weil das Problem ist einfach, dass wir nämlich jetzt an einem Punkt sind, wo wir zwingend automatisieren müssen. Warum? Ganz einfach, willst du den ganzen Scheiß per Hand bauen? Ich habe da keinen Bock drauf. Doch, ja, oh ja, oh ja, oh ja. Mach, ich baue hier mal eine Kiste hin, das ist ja total doof. Warum? Weil man da nicht... Nee, eben nicht. Doch. Nein. Natürlich. Du wirst gleich sehen, warum. So, Logistik beendet. Sehr gut. Dann ein bisschen Elektrotechnik. Das brauchen wir erstmal nicht. Was mache ich denn jetzt? Ich habe jetzt 50. Stahl. 50 Fließbänder. Ja, sehr gut. Was soll ich mit meinen Montagemaschinen machen? Ich würde sagen... Was soll ich mit meinen zwei Erzförderern tun? Die Eisenplatten ziehst du jetzt erstmal hier senkrecht runter. Weil wir bauen uns jetzt hier eine Eisenaorta. Einfach von hier oben runterziehen? Ja, noch zwei, drei Felder so bis hierhin vorziehen. Wie drehe ich das nochmal? Mit Taste R. So, während ich nämlich unsere Eisenproduktion jetzt massiv ausbaue. Weil wir nämlich jetzt gleich erstmal anfangen. Du hast doch die Montagefabriken, sagst du. Nein. Montagemaschinen. Wie weit? Guck, wie weit? Du kannst du so weit ziehen, wie geht. Voll, jetzt habe ich natürlich keine Kohle mehr. Also befeuern wir jetzt die erstmal mit. Guck, so weit. Ja, ja, ist okay. Genau, das ist nämlich jetzt erstmal unsere Hauptaorta für Eisenplatten. Halt. Und von der fangen wir nämlich an, den ganzen Kram abzuziehen.
So, jetzt baue ich hier noch die elektrischen Erzförderer hin, weil wir werden nämlich gleich massenweise mehr Eisenerz brauchen. Ich habe aber jetzt hier auch noch was. Ich habe Montagemaschinen. Ja, ist doch gut. Was soll ich mit denen tun? Guck mal bitte im Inventar, du kannst Teilerfließbänder bauen. Was soll ich? Teilerfließbänder. Was ist denn das? Ja, kann ich. Zwei Stück. Ja, bau mal. Was fehlt? Holzbohlen. Warum? Weil ich alle Holzbohlen verfeuert habe. Ach ja. So. Genau, ich hab mal gerade unsere Eisenerzproduktion ein bisschen erhöht. Genau. Du baust, setz mal hier oben jetzt ein Teilerfließband. Da ungefähr, wo du jetzt stehst, das reißt du ein Stück von dem Fließband ab. Hey, wie reiß ich denn das da was ab? Mit der rechten Maustaste. So, und da setzt du jetzt das Teilerfließband dazwischen. Zu welcher Seite? Am besten so, dass das die offene. Innen Das oder ist zwar. außen? Was ist denn bei dir innen? Innen ist da, wo wir sind. Okay, dann nach außen. Habe ich. Genau so. Weil wir ziehen nämlich jetzt von hier aus, fangen wir nämlich jetzt an, unsere Produktion zu optimieren. Das heißt, wir ziehen jetzt. Hier erstmal kannst du ein bisschen rüberziehen an mit Fließbändern. Ich habe keine Fließbänder mehr. Ja, dann bau welche. Auch immer dieser Stress hier. Dieser Stress. Das bin ich hier mal ein bisschen weiter am Forschen. Ups. Ja. Ruhig weiterziehen, genau. Kannst du, okay, das reicht erstmal. Jetzt mach mal Folgendes. Du hast doch die Montagefabrik, weil jetzt zeige ich dir, wie man automatisiert. Setz mal hier die Montagefabrik hin. Mit einem Abstand zum Fließband. Nee, einen Abstand. Das ist ein Abstand. Eins tiefer. Ja. So, jetzt klick die mal an. Und dann guckst du mal unter dem Punkt Zwischenprodukte. Klick die Montagefabrik an, hier auf den Punkt Zwischenprodukte und klick da aufs Zahnrad. Okay. So, und jetzt wird nämlich diese Maschine, da kannst du die zweite gleich daneben bauen. Du sagst, du hast noch eine. Ich habe noch zwei. Ja, sehr gut. Dann setz die daneben. Beide kann ruhig. Und dann fängst du da nämlich, fang nämlich an, Zahnräder zu bauen. Vollautomatisch. Aber die sagen, die haben keinen Strom. Ja, richtig. Deshalb besorgst du dir jetzt Kupfer und Hab Holzbohlen ich? Wo und kriege ich ziehst denn da Strom Holzbohlen hin. her? Von den Bäumen. Und wie mache ich die ab? Mit der rechten Maustaste. Nee, die nicht, die oh, hier oben. Da. Wo? Na da, wo ich bin. So, damit ist mich jetzt erstmal beschäftigt. Ja, Fertig. wir brauchen mehr davon. Mehr heißt wie viel? Viele. Okay, habe ich. Viele. Hab ich doch. Viele. Ja, hab ich. Hast du gar nicht. Hab ich wohl. Ich will doch nur Geht das alles für nämlich. dich haben. Ja klar, pausenlos. Teilerfließbänder und zwar ich produziere mich mal gerade automatisiert Kohle. Ich bin so ein Held vom Erdbeerfeld, Gibt's hier eigentlich auch Gegner? ey. Nee, haben wir für das erste Spiel erstmal deaktiviert. Schade. Also ich dachte so wilde Tiere oder so. Nein. Mann. So, ich ziehe hier Hat nämlich ja von hier unserer. überhaupt gar nichts mit Überleben zu tun. Wir müssen nie essen. Das ist Factorio. Na und? Da geht es um Fabriken und nicht ums Überleben. Ja, aber ist doch dasselbe. Aber gibt's nicht. Ist doch dasselbe. Wieso, hä? Ja, das ist einfach so. Ich ziehe nämlich jetzt gerade unsere Kohleproduktion ein wenig. Dass wir nämlich jetzt automatisiert die Öfen befeuern lassen. Mir fällt übrigens gerade was auf. Was nur schon wieder? Du Ich nimmst kann nicht auf? in meinem Aufnahmeprogramm die Uhr nicht sehen. Ja, ist nicht schlimm.
Weißt du ungefähr, wann wir angefangen haben? Nö. Okay. Aber ist nicht schlimm. Ja, dann müssen wir irgendwann, wenn ich denke, es ist soweit, müssen wir dann halt einfach mal aufhören. Oh Gott, wenn du denkst. Jetzt komme ich nicht mit Fremdwörtern. Kannst du nicht auch mal lieb sein? Ich bin immer lieb zu dir. Nee. Natürlich. Nee. So, oh, jetzt habe ich ja nicht mal Fließbänder. Aber wir müssen unbedingt automatisierte Fließbänder bauen. Ich kriege ja ein zu viel. Ja, mach das doch. Ja, das ist, du bist hier für Automatisierung zuständig. Ich baue nur Fließbänder. Ja, ich baue hier die Bäume ab. Ja, das reicht auch erstmal. Nee. Du hast da, wir brauchen viel. Und jetzt habe ich hier gerade ein ganzes Lager gefunden. Ist nicht. Bin ich hier gerade im Wald. So, jetzt befeuere ich nämlich das erste Mal unsere Öfen. Toll, was fehlt? Elektrische Schaltkreise und Eisenplatten. Habe ich. Ja, hast du die, ist mir klar. Wer auch sonst? Ich? Militär beendet. Jaja, das ist. Ich produziere gerade einfach nur. Wahllos drauf los? Ja, ich forsche gerade tatsächlich wahllos drauf los. Weil wir erstmal ein bisschen ein paar Sachen automatisieren müssen, bevor wir überhaupt an ernsthafte Forschung denken können. Brauchen wir noch Stein? Stein immer. Also baue ich das auch gleich mit ab. Naja, brauchst du erstmal nicht. Ja, du hast doch gerade gesagt, brauchen wir. Ja, im Moment brauchen wir es noch nicht so wirklich. Ja, aber wenn ich jetzt hier schon mal bin? Ich habe dafür eine Fabrik stehen. Oh, bald haben wir ja hier gar nichts mehr zu tun. Leuten Clown gefrühstückt, oder? Ja, wieso, wenn alles automatisiert ist? Dann geht es an die Optimierung. Und wann bauen wir die Rakete? Sobald wir die Fabrik groß genug haben. Und das wird noch ein bisschen dauern. Wieso ist das schon groß? Die Fabrik ist noch mickrig. Wieso? Die ist doch ganz groß auseinandergezogen. Ja, aber nicht groß im Sinne von riesig, kräftig. So, ich habe jetzt erstmal so, dass wir erstmal genügend Eisenplatten produzieren. Können wir das nicht auch alles selber produzieren, dass wir selber die Dings bauen? Das ist eine Heidenarbeit. Das ist echt. Das macht keinen Spaß. Das wäre doch witzig. Nein. Doch, ganz witzig. So, ich bin ja schon mal bei deinen Montagefabriken zugange. Ich bin mal am Überlegen, wie ich gerade die Folge nenne, weil ich ja nur am Abholzen bin. Keine Ahnung. Ist das mein Problem? Weiß ich nicht. Ja, siehst du? Ich glaube, das reicht erstmal mit Holzen. Du hast ja, wir brauchen ganz, ganz viel. Ja, aber du übertreibst es gerade schon wieder. Warum? Das sind doch nur 254. Ja, das ist viel zu viel schon. Du hast gesagt, wir brauchen viel. Ja, aber nicht so viel. Ja, du hast keine Zahl gesagt. Ja, genug. Es reicht. Ja, siehst du, ich habe ja jetzt auch genug. So, jetzt holst du hier gleich mal ein bisschen Kupfer. Habe ich noch. Ja, dann produziere Strommasten. 254? Das ist zu viel, hör auf. Wie viel denn? So um die 30 kannst du erstmal bauen. So viele Eisenplatten. Okay. Ah, hier ist noch ein Baum. Den nehme ich noch mit. Und da ist noch ein Baum. Ja, was? Für die Strommasten gehen jetzt auch ein paar Bäume drauf. Ja. Ist ja okay. Ich hab's kapiert. Naja, siehst du. Du willst mich einfach in Wahnsinn treiben. Sag das einfach. Nein, das wenn du so. Und so. So und so und so was. Wenn du keine Ahnung hast, wie das so richtig funktioniert hier, dann muss ich dir das halt zeigen. Henny, ist klar. So, jetzt baue Strommasten und zieh von den Fabriken. Oh, denn wie mache ich denn das? Wie, wo, hä? Unter Handwerk gibt es kleiner Strommast. Ja, hab ich doch. Und jetzt? Ja, jetzt holst du die erstmal von hier drüben. Da, komm mal mit, komm her. Jetzt ziehst du hier erstmal Strom rüber. Wie mache ich das? Du siehst jetzt. So. Oh, der Strommast muss immer verbunden sein. Genau. Den ziehst du jetzt rüber zu den Zahnradfabriken.
kann da nicht drüber. Natürlich. Stellt noch auf die andere Seite, Mensch. Geht nicht. Natürlich geht das. Stell dich nicht so doof an. Stellst du da ein. Stellst du da einen hin und stellst du da einen hin. Geht nicht. Jetzt. Was machst denn du da? Weiß ich nicht. So, jetzt stell uns noch hier irgendwo eine. Ha, ey, Weiber. Wo denn? Ich hab mal grad. So, und jetzt siehst du nämlich, jetzt produzieren die nämlich Zahnräder für uns. Und dann kannst du jetzt mal selbstständig die Produktion von Eisenzahnrädern hochziehen. Ich hab Angst. Was? Du produzierst jetzt die Produktion für Fließbänder hoch. Alleine. Was denn? Hä? Du jetzt bauen Fabrik für Fließbänder. Also noch mehr Montagemaschinen. Ja. Jetzt sag das doch. Hab ich doch. Du baust jetzt selbstständig eine Was hab ich denn hier? Achso. Kann ich gar nicht bauen. Natürlich. Da fehlen mir Zahnräder. Wieso fehlen dir Zahnräder? Steht da. Hä? Das stand da eben, dass ich dafür Zahnräder brauche. Jetzt brauche ich Eisenplatten, ja, die ich nicht habe. Ja, da holst du dir welche. Warum? Die gehen doch jetzt alle in die Dings rein. Nein. Hä, was brauche ich denn? Ah. Guck mal an den Enden von den Fließbändern. Habe ich schon. 10 Stück? Was? Montagemaschinen. Nee, brauchst du erstmal nicht. Für Fließbänder reicht erstmal eine. Hab ich. So. Wo baue ich die hin? Wo? Hm, 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 hm. Ich komme ja schon. La, 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 la. Wo baue ich die denn hin? Warte mal. Hier habe ich hier noch gerade. Nee, habe ich nicht. Also, du treibst mich gerade in Wahnsinn. Ich weiß, es macht Spaß. So, pass auf. Bau dir mal ein paar Teilerfließbänder. Ich denke, ich soll die. Ja. Ich habe noch, jetzt ein... ich hab noch ein Teilerfließband. Genau, du brauchst aber mindestens 2. Warum sagst du das nicht gleich? Hab ich doch. Hast du gar nicht. So, jetzt habe ich 2 und nu. So, jetzt trennst du wieder unsere Aorta auf. Also hier. An irgendeiner Stelle mit den Eisenplatten. Also hier. Ja, zum Beispiel. Ja, ein bisschen höher hätte es sein können. Zum Beispiel hier, da wo ich jetzt stehe. Ich habe dich gerade gefragt, hier, ja, zum Beispiel. Ja, das war ein Beispiel, so ein schlechtes Beispiel. So, jetzt baust du da dein Teilerfließband wieder hin. Zu welcher Seite? Ja, so wie das andere auch. So, jetzt machst du das gleiche Spiel mit den Zahnrädern. Aber da ziehst du es in die andere Richtung. Nein, zu hoch. Wenn, dann bitte auf die gleiche Höhe. So, jetzt, genau, und jetzt machst du nämlich folgendes, du schnappst jetzt ein normales Fließband und baust quasi hier so eine Art Schleife. Und zwar so, dass hier Platz ist, dass hier quasi leerer Raum ist. Quatsch, hier. Das heißt, du ziehst eins runter, eins links, eins runter, eins rüber. Ja? Ja? Runter? Nein. Runter? Ja, jetzt nach rechts das Fließband. Zeigen lassen. So. Und jetzt guck mal bitte, wir haben unterirdische Fließbänder. Außerdem meinte ich eher das hier schon. Ich habe gerade gefragt. Und bis hierhin.
So. Das hast du mir gerade eben nicht gesagt. Habe ich doch, natürlich. Du Jetzt hast baue mir, ich du hast. Unterirdische, habe ich. Genau, so. Und das setzt du jetzt von links nach rechts, so weit wie geht. Nein. Das ist doch, wenn du das Fließband gesetzt hast. Hey, was machst denn du hier? Hä? Warte mal. Von links. So, bis hierhin kannst du es bauen. Jetzt nimmst du noch ein zweites. Mir gerade nicht so So. erklärt. So, jetzt machen wir nämlich Folgendes, weil wir nämlich jetzt ja Dings produzieren wollen. Fließbänder, und für Fließbänder brauchen wir was? Fließbänder? Was noch? Nein. Ah. Zahnräder? Ja, und? Eisenplatten? Ja, und deshalb führen wir beide auf einen Fließband. Okay, haben wir ja. Habe ich gut gemacht, ne? So. So, und jetzt baust du, jetzt verlängerst du das ganze Spiel. Ja, reicht. Wir brauchen, und jetzt setzt du eine Montagefabrik 1 unten drunter. Genau. Jetzt baust du wieder darunter ein Fließband, was zum Beispiel nach links zeigt. Zu unserer Aorta. So, jetzt brauchst du zwei orangene Knickarmroboters. Warte. Zwei orangene, nicht rote. Nein, rote brauchen wir nicht, weil rote sind die längeren. Und uns geht gerade die Energie aus. Okay, und nun? Jetzt setzt du einer. Jetzt sagst du es mit der Fabrik bitte, dass die bitte Fließbänder produzieren möge. Und dann setzt du einen Knickarm, der von oben, also vom Fließband in die Fabrik und vom aus der Fabrik aufs Fließband zeigt. Habe ich. Gut, jetzt fülle ich mal kurz unsere Energieversorgung nach. Soll ich in den Strommast setzen? Ja, bitte, dass der ganz, dass diese ganze Anlage auch Strom hat. Du treibst die treibt mich echt den Wahnsinn. Habe ich. So, jetzt führst du die Fließbänder. Hey, wir produzieren Fließbänder und sie hat es halbwegs alleine hingekriegt. So, ich würde einfach sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, ob ich das hinkriege, auch noch mal selbstständig zu bauen ohne Bertis Hilfe, glaube ich zwar ja nicht, aber egal, das sehen wir dann. Bis dahin, Bis tschüss. dann.